So, einmal bitte da hoch, Goethepunkt, Klettervariante, Uncut, los geht's. Man achte immer auf diese Schilder, Lahnwanderweg. Für Wanderer sehr wichtig. Fängt so schön harmlos an. Ja, wenn ihr auch mal Bock auf die Lahn habt, so zwischendurch, dann kommt einfach mal vorbei. Hier gibt es überall super Plätze zum Wandern. Hier. Wir müssen sie auch ein bisschen verausgraben. Also das hier ist auch noch nicht wirklich klettersteigwürdig. Es geht zwar schon gut steil bergauf, aber zusammen richtigen Klettersteig, da fehlt noch ein bisschen was. Also dann hier die erste Bank mit Aussicht. Das Kloster Arnstein. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Roger, hier könntest du noch mal ein Foto machen. Hier oben. Ich gehe dann schon mal weiter. Boah. Gott sei Dank geht so ein bisschen ein erfrischender Wind. Dann die zweite Bank. Aber natürlich noch nicht auf dem höchsten Punkt, auch wenn es so aussieht. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vortäuschen. Ja, heute sind es so um die 20 Grad, würde ich mal sagen. 18 bis 20 Grad. Zum Wandern ideal. Trotzdem, die lange Hose, die ich heute anhabe, die bringt mich ganz schön ins Schwitzen. So, ich versuche mich hier auch zu beeilen und zügig durchzukommen, damit es für euch nicht allzu langweilig wird hier. Das hier ist nämlich nur der erste Teil des Klettersteigs. Und der ist auch, ich würde mal sagen, um einiges harmloser als der zweite Teil. Ja, den Rocker habe ich jetzt wohl verloren. Aber ich hoffe mal, der ist schlau genug, den Weg auch alleine zu finden. So, gibt es jetzt so einen kleinen Nebenweg, einen kleinen Abzweig. So einer wunderschönen romantischen Bank. Ja, die hat auch schon bessere Tage gesehen. Und nochmal die Aussicht aufs Kloster. Und weiter geht's. Ja, hier kann man auch gut mit dem Bike herfahren. Machen garantiert auch öfters mal Leute. Ja, die Aussichten hier, die sind wirklich spektakulär. Hier ins Gräbachtal rein.
So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen kurz. Schon vorbei. Ja, im Winter sieht man bestimmt hier einiges mehr, aussichtstechnisch. So, hier kommt dann doch jetzt schon mal der erste Metallstab, auch wenn der nicht unbedingt angebracht ist hier an der Stelle. Ja, das ist jetzt so etwa das fünfte oder sechste Mal, dass ich den Steig hier laufe. Der liegt ja auch praktisch direkt vor meiner Haustür. Also wen wundert's? Er kommt mir immer wieder länger vor, als er in Wirklichkeit ist. Puh. Und weiter geht's. Alles weiter. Okay. Hier endet dann der erste Abschnitt des Klettersteigs. Jetzt geht's wieder nach unten. So. Hier liegt einfach mal so ein Dach rum. So. Und an dieser Leiter hier geht's gleich heiter weiter. Ich muss jetzt erstmal auf den Rogger warten. Ich glaube, ich habe den schon ziemlich gut abgehängt. Okay, der Rogger ist da. Weiter geht's. Part 2. Uncut. Foto muss natürlich gemacht werden, klar. Gibt es jetzt direkt schon die erste Bank zum Ausruhen hier an der Stelle. Ja, das ist doch mal eine Aussicht, die man sich gefallen lassen kann hier. Ah, weiter geht's. Ja, entschuldigt, wenn ich im Moment nicht so viel rede. Ich bin doch ziemlich außer Atem. Schöne Aussichten gibt es hier gleich ohne Ende. Zum Beispiel an den Felsen da jetzt. Aber ich muss mal kurz 5 Sekunden stehen bleiben. Ich bin eingerostet irgendwie. Ich muss dazu sagen, ich war heute auch schon arbeiten. So, ja, schaut euch diese phänomenale Aussicht mal an hier. Mitten rein ins Gelbachtal.
So, Rocker, hier kannst du wieder ein paar Fotos schießen. Ja, ganz schön steil, ne? Komm weiter. Ist gut zu schaffen hier. So. Überall die Lahnwanderwegschilder. Oh, den habe ich hier jetzt gar nicht genommen. Rogger, ich glaube, du musst da runter. Nee, da hoch. Nee, da runter. Ja, du wirst den Weg schon finden. Moment, sehe ich dermaßen geschwitzt aus. Also ich bin auch wirklich ziemlich im Arsch. Wir sind eben schon ein paar Kilometer das Gelbachtal gelaufen. Ah, die nächste schöne Aussicht. Ach, der Baum, ein schönes Motiv. Die Kiefer. Ja, ich sag's nochmal, ich kann jedem nur empfehlen, mal hier im Gelbachtal und an der Lahn vorbeizuschauen. So. Ich meine, der Rogger, der wird noch ein bisschen brauchen. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal vor. So, hier kommt dann der nächste Kletterabschnitt. Direkt vor mir hier. Noch mal kurz durchschnaufen. Ja, es wird so langsam wieder Herbst. Man kann es erkennen. Und weiter. Ja, ich hoffe mal, dass da oben jetzt gleich nicht viel los sein wird oder am besten noch gar nichts. Weil das immer ein sehr hoch frequentierter Platz ist. Der Aussichtspunkt. Und wie gesagt, ich versuche es schnell zu machen, aber meine Kräfte schwinden gerade etwas. So, dafür dann hier nochmal die Aussicht. Und so weit dürfte das denn jetzt auch nicht mehr sein. Oh, mal 10 Sekunden hinsetzen. Ach, da unten sehe ich auch den Rogger. Alles gut. Und weiter geht's. Dieser Baum, ein sehr schönes Motiv für ein Foto. Aber ihr könnt euch hier selbst ein Bild machen, wie schön und idyllisch es hier ist. So, hier kommt jetzt noch ein Kletterabschnitt. Es wird dann wahrscheinlich auch der letzte gewesen sein. Ah, ich kann da oben nämlich schon den Goethepunkt sehen. Juhu! So. Ziel erreicht. Ja, geil. Leute, danke, dass ihr dabei wart. Finde ich top.
ja, die letzten paar Meter hier, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Treten Sie ein! Kommen Sie rein! Die zeige ich euch jetzt natürlich auch noch. So. Hier stehe ich unter diesem Denkmal oder was das hier sein soll. Dann werde ich jetzt mal ganz nach oben gehen. Hier hinten führt übrigens der Lahnwanderweg weiter in die Richtung. So. Und jetzt bin ich wirklich ganz oben. Und die Aussicht ist heute fantastisch. Blauer Himmel, Sonnenschein. Es ist nicht zu heiß. Ideal zum Wandern. Top. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, würde ich sagen. Ja, komm, die letzten paar Meter, die kannst du jetzt auch noch machen hier hoch. Ja, der Rocker ist fix und alle. Ja, also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuschauen.